Wenn es Kämpfe gibt, die einer Veranstaltung, einer Jubiläumsveranstaltung würdig sein sollen und würdig sein müssen, dann war es auf jeden Fall das Duell hier im Federgewicht zwischen Islam Bosch Dzhabrailow und Emmanuel Ukhuvayt. Und am Ende, da hieß der Sieger Ismail Dzhabrailow, der überraschend eingesprungen ist und von daher natürlich viele gedacht haben, wird er sich denn fit präsentieren? Ich nehme an, du bist hochzufrieden. Ja, auf jeden Fall. Also mit meinem, ich bin zufrieden. Wie gesagt, ganz Jahr war ich im Training und war in Form und einfach zugesagt, den Kampf einfach angenommen und ja. Wie kam es dazu? Wann hast du davon erfahren, dass du kämpfen könntest oder kämpfen sollst sogar? Ich sollte eigentlich mit einem aus Frankreich kämpfen, aber der hat leider abgesagt vor 2 Wochen. Dann ist mein Manager Rasul hat mit Veranstaltung gesprochen, abgesprochen und mit den Gegnern und ja, habe ich Gegner bekommen, halt heute gekämpft. Hattest du ja auch Zeit vorher den Gegner, Emmanuel Ukhuvayt, ein bisschen zu studieren, ein bisschen anzugucken? Also ich muss ehrlich sein, nur seinen einen Kampf angeguckt und ich wusste es, dass er sehr, sehr langsam ist. Aber was mich überrascht hat, nach erster Runde war ich, Ausdauer war okay, aber ich war nicht so topfit, wie ich mir vorgestellt habe. Dann sollte ich leider den Kampf auf Boden bringen und da einfach festhalten, Bombe schmeißen und ja. Ist das ein Stil, eine Kampfart, die dir eigentlich gar nicht liegt? Weil klar, du musstest dann irgendwo schauen, dass du den Kampf über die Zeit nach Hause bringst. Ja, auf jeden Fall. Ich komme aus Bantamgewicht und man soll nicht vergessen, dass ich auf 70 hochgegangen bin und dort gekämpft habe. Ich kämpfe gerne auf 61. Ich habe so gute Ernährung gehabt. Mein Julius, mein Bruder, hat mir die ganze Zeit geholfen. Und ja, was soll ich sagen? Ich fühlte mich top fit. Aber leider der Kraft 70 Kilo und 61 kann man nicht vergleichen. Eine Sache, die solltest du auf jeden Fall noch sagen. Du bist die Nummer 2 gewesen vor diesem Kampf in der Gewichtsklasse. Jetzt hast du einen weiteren Sieg auf deinem Konto. Wird es jetzt einfach Zeit für einen Titelkampf? Ich hoffe es. Also wie mein Manager gesprochen hat, also er ist nach dem Kampf direkt zu mir gekommen und hat gesagt, du wirst in Hannover um den Titel kämpfen. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich keinen ich habe auf gar keine Verletzung bekommen. Ich fühle mich sehr, sehr gut und ich hoffe, wir lassen die Fäuste fliegen in Hannover. Vielen Dank, viel mehr gibt es nämlich nicht hinzuzusetzen. Danke, war ein großartiger Kampf, hat sehr viel Spaß gemacht und hat vor allen Dingen diese Veranstaltung, dieses Jubiläum echt bereichert. Danke nochmal.